Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Auf der Gilden-Fleischfabrik. Gideon-Fleischfabrik. Ja, für die, die den letzten Part gesehen haben, wissen, warum ich wahrscheinlich so eine schlechte Laune habe. Ja, wir hatten einen fucking Camper. Für die, wo sich fragen, welche Runde das war die mit Pyramid Head. Ich finde den Killer ja eigentlich so arschgeil, aber ey. Also allgemein, das hat ja nicht nur was mit Pyramid Head zu tun. Ja, allgemein, es gibt einfach so welche Leute und ich hasse die so krass. Das zerstört das ganze Spiel. Aber ich finde es genauso wie bei Survival, wenn die da am Exit campen, finde ich das auch total bescheuert. Außer natürlich, die wollen noch jemandem helfen, aber da einfach nur da rumzustehen, finde ich auch richtig bescheuert. Das habe ich jetzt einmal, glaube ich, gemacht, aber einfach nur, ja. Aber ich finde es trotzdem richtig bescheuert. Also ich habe echt keine Ahnung, warum man das macht. Warum man nicht einfach abhaut. Oder warum man nicht einfach gut in dem Spiel ist. Sehr gut, der erste schon repariert. Zwei sind schon repariert, Vorwarnung, dass der wahrscheinlich bei mir in der Nähe ist. Ich gehe das Risiko nicht an. Da hinten läuft gerade einer. Ich habe den Killer gesehen, aber ich weiß nicht, wer es ist. Gott, der Herzschlag ist so laut. Ich bin mir so paranoid und ich sehe ihn nicht. Ich riskier's. Jetzt muss ich sowieso hier weg. Here goes nothing. Mich interessiert echt, wer der Killer ist. Und tatsächlich, also jetzt würde ich tatsächlich noch nicht wissen. Ich habe mich hier mal gedacht, suche ich den mal, ich will nicht mehr wissen, wer das jetzt ist. Weil ich habe bisher echt noch keinen Kontakt und ich weiß, das darf man natürlich nicht sagen, weil jetzt kommt er wahrscheinlich gleich. Aber ich sage trotzdem, ich hatte echt noch keinen Kontakt mit dem. Ich habe den nur mal gehört. Ich habe kurz gesehen, dass er da lang gelaufen ist, aber ja, da war zu weit weg, dass ich wirklich erkennen konnte. Schau mal, so, er war groß wie jeder andere. Das ist ja schon der letzte Generator. Der Killer tut mir leid, also das erste Mal, dass ich das sage, aber das ist so eine hart schnelle Runde, du. Ist doch echt unfassbar, oder? Wer war jetzt überhaupt der Killer? Ich weiß es nicht. Oh, ich höre ihn. Werde ich es jetzt wenigstens mal sehen? Wer ist der Killer? Ich
höre Herzklopfen. Okay, ich bin hier richtig. Nein. Geh wahrscheinlich zum Exit. Okay. Hier wird's laut. Junge, wer ist es? Tapfer. Ja, wer ist denn das? Mann, die Runde war jetzt viel zu schnell. Hier ist es der Exit zu. Ach komm. Ich weiß jetzt zwar echt nicht, wer der Killer war, aber ist mir auch recht egal. Tschüss. Ja, also das war eine leichte Runde, du. Ich habe den Killer nicht einmal. Das ist doch echt lächerlich. Also. Wo waren der die ganze Zeit? Also irgendwann habe ich mal das Herzklopfen. Ich glaube, der einfach selber aufgegeben. Ich glaube, der hat einfach selber keinen Bock mehr. Vielleicht war er auch beim anderen Exit. Wenn das jetzt natürlich Pinhead war, ist es natürlich jetzt blöd, aber ich glaube nicht. Nee, der Pinhead hat ja schon richtig. Der kann sich auch teleportieren, auch unter anderem. Nee, ich glaube, es ist halt so ein. Ja, halt so einen schwarzen Mantel, den hat eigentlich fast jeder zweite Killer. Also ohne Scheiß. Könnte auch Ghostface oder Michael Myers gewesen sein. Ach, keine Ahnung. Egal. Vielleicht bekommen wir diesmal einen Killer, der sich auch mal zeigen lässt, so. Warte, was ist das? Bitte den Editor und hüllt der Werbe. Ah, okay. Ja. Das heißt, bitte nicht bietet. Also. Ein Überlebender, der zum dritten Mal festgehalten oder zum zweiten Mal, wenn er zuvor die zweite Phase der Opferung erreicht hat, beschwört automatisch den Editor darauf, der die Opfersequenz abschließt. Yes. Das sind ja auch die Striche für die, wo es noch nicht wussten. Ein Strich war es zweimal und wenn du zwei Striche hast, heißt beim nächsten Mal bist du tot. Aber natürlich hast du auch zwei Striche, wenn du die versuchst oder lang genug kingst, damit du quasi jetzt schon gegen den. Ach Mann, wie nenne ich das jetzt? Gegen den Arm kämpfen oder keine Ahnung, gegen den Entitas halt. Kämpfen musst. Im richtigen Moment immer L1. Ich glaube, damals war es Spam, ne? Was ich eigentlich auch schwieriger finde, als da nur den richtigen Knopf zu drücken. Würde ich ganz ehrlich sagen.
Schon wieder die gestörten Abteilung. What the fuck? Wer ist das? Zeig mir aber nicht, dass dieser scheiß Allkill wieder hier. Was ist mit der Leiche da hinten los? Das sah aus, wie die gerade so rumjumpen. Das war nur wegen der Kamera. Naja, warum lässt er die da einfach rumliegen? Zack, er ist doch fertig. Ach man! Der ist so langweilig, echt. Das ist einer der schlechtesten Chapter, die es gab. Er hat sich befreit und wurde natürlich direkt wieder geschlagen. Oh, der Arme. Verfolgt die Blutspur schön. Servus! Alter. Oh ja, ich bin da. Scheiße. Was ist das? Weißt du, es gibt auch so welche Runden, echt. Also, was ist das hier? Servus. Oh, da ist er schon tot. Wie er sich so langsam umgedreht hat.
Ah, nein. Voll gedreht. Mann, zerfiss dich. Der sieht so arschlame aus, echt. Und das war's. Tschüss. Das war allerdings auch eine sehr schnelle Runde. Also noch eine dritte. Ah, was ist das? Also, was war das? Was war das echt für eine Runde? Also, das hat irgendwie echt, Spaß gemacht. Es war einfach so die ganze Zeit so rumzurennen. Ich habe übrigens 9000 Punkte, 11.000 sogar. 11.000 Punkte halt. Für diese Runde. Soll ich eigentlich mal Cheryl jetzt auch mal aufleveln, so? Dass ich die quasi auch mal irgendwann auf Level 50 vielleicht kriege? Weil ich meine, die habe ich seit Part 1. Und Leon habe ich eigentlich recht spät das sogar erst. Und der scheint einfach immer noch, quasi ein höheres Level als sie. War echt schade. Junge, eine Stufe. Was zum Teufel? Na, wir sind wenigstens 2 Stufen aufgestiegen. Mit 90.000 Punkten. 2,5 Level. Mhm. Ich glaube, man bekommt aber auch manchmal, weil ich habe jetzt mal, auch wenn wo ich mich wieder eingeloggt habe, habe ich irgendwie 500.000 Punkte bekommen. Ich glaube, das liegt auch daran, wenn man halt manchmal, ich glaube, oh Gott, keine Ahnung, frag mich nicht, vielleicht jeden Monat oder so bekommt man da was. Ja, Chill Valentine. So, am Start. Die Legende heißt er. Oder sie. Wie sie jetzt geht. Gefordert, bittet und. Okay, wird nicht mal gezeigt. Oder war das gerade was von wegen, bitte den Entitus kein. Keine Opfergaben von wegen, dass eine Map ausgewählt wird, weil dann hatte der eine bestimmt was, was eine Map auswählt. Oder halt, wo sie quasi die Chance erhöht und dann war das quasi hier. So eine Uno Reverse. Im Prinzip, ja. Wieder Halloween.
Echt jetzt? Ist ja einfach wieder der gleiche Bastard. Echt jetzt chill. Der ist so mad wahrscheinlich. Ich mach dir die ganze Dinge kaputt und ich repariere ihn einfach mal. Okay, ja genau, hör auf du chill. Aber als ob er mich nicht gesehen hat, Alter. Ich war ja wohl größer als diese Tonnen. Und vielleicht ist es auch ein bisschen schwieriger, was er da fast passend sind, ich weiß ja auch nicht. Ich bin ja nicht so dazu Killer. Auf jeden Fall hier ein gefährliches Versteck spielen. Er ist so mad. Er ist bestimmt so mad gerade. Ich hoffe mal, dass er mad ist, weil ich mag den Killer gar nicht. Das wisst ihr. Ich glaube, der Killer ist gerade bei der einen in der Nähe, weil guck mal, das sind nämlich diese Knochen oder was weiß ich, was das ist. Der Antidos vielleicht. Ich glaub, und wenn das so quasi wackelt, dann heißt das, er wird gerade verfolgt. Also ich glaube mal, weil es jetzt gerade angezeigt wird, heißt wenn er das, heißt wahrscheinlich, dass er ihn, dass er sich gerade fokussiert oder so, also gerade in der Nähe ist. Mamanche! Ja. Sehr gut. Das heißt, und uns sind einfach schon. Wir müssen den eigentlich am Haken helfen. Den beiden am Haken helfen. Aber dem einen muss man zuerst erstmal deine Stöpfe schneller. Also der links. Okay, chill, ist wieder ganz woanders. Mein Gott, die kann machen, was er will. Vielleicht hilft sie ja auch einem gerade davon. Das ist ja nämlich gut, wenn man die Idee weiter weg wird. Oh, echt jetzt? Wieder so ein 0815 Haken-Camper. Ich hab gar nicht gesehen. Oh mein Gott, verpickt dich! Alter! Wie viel von dem Scheiß hat der? Ja, ach komm, Alter, der ist ja so nervig, echt. Ich verstehe nicht, warum sie so ein Kapitel reinbringen, also ehrlich. Bei den ganzen Horror-Franchise kommt der da. Ich verstehe es nicht. Great job. Ich werde gleich wieder umgehauen. Ja. Mann, verpiss dich doch, du Arschloch! Thank you.
Ach du Arschloch, echt. Aber immerhin ist es kein Camper. Das muss er ihm so gut erhalten. Ich kotze! Ich brauch's gar nicht versuchen, da ist direkt ein Haken. Verdammt, ein scheiß Messer! Gegen die man so gut wie gar nichts machen kann. Oh, Mann, Alter.